mit ihrem Zorn und versuchen, sich selbst etwas zu beweisen. Dies ist eine Welt, die sie nie verstehen werden. Und sie werden immer fürchten, was sie nicht verstehen. So, liebe Meditationsfreunde, gerne gebe ich euch einen weiteren Input zur Meditation. Ich habe ja letztens ein Video hochgestellt, wo es darum ging, wie man jetzt meditieren kann, soll oder eben nicht soll. Das heißt, dass es reine Selbsterforschung ist, dass man einfach nur in sich geht, in sich kehrt, sich mit sich selbst beschäftigt und wie es dann passiert ist, wie wurscht. Man kann entspannter werden, man kann aber auch aufgewühlter werden und beides hat seine Richtigkeit. Ja. Gut, und ich möchte hier mal kurz auf Meditationshaltung eingehen, ja, weil ich habe das auch seit, manchmal meditiere seit 6, 7 Jahren eigentlich täglich eine halbe bis eineinhalb Stunden, ja. Also das heißt, ich habe jetzt doch einen guten Erfahrungsschatz, würde ich meinen. Und eben zumal ich am Anfang oft gedacht habe, es gibt nur eine richtige Haltung, ja, und die muss genauso sein, wie sich die Yogis da zeigen und geben und so. Und alles andere kommt alles nicht in den Fluss und so, bla 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 bla, ja. Was dann auch ganz viel stören kann in deinem Meditationsfluss. Also lieber einfach so meditieren, wie es für dich gerade stimmig ist, als dir irgendwie einen Hirnfick machen, ja. Aber was ich gemerkt habe auf jeden Fall, ist, dass ich dann am tiefsten und am eine Art kongruentesten meditieren konnte, wenn ich die optimale Balance zwischen Spannung und Entspannung im Körper habe, ja. Also körperlich. Und da komme ich nur hin, wenn ich eine Zeit lang immer beobachte, was passiert in meinem Körper, wenn ich meditiere. Was passiert sofort, wenn ich mich hinsetze? Wo spanne ich an? Wo bin ich vielleicht zu schlaff? Wie kann ich das ausbalancieren? Ja? Und grundsätzlich kann ich euch so viel sagen. Für mich ist es so, dass eine solche Haltung, die eine gute Balance zwischen Spannung und Entspannung ist, diese Haltung fängt immer im Becken an. Also das heißt, kannst du auch so sagen, beim ersten Chakra. Also das heißt, diese Haltung baut sich von unten nach oben auf. Ja. Und das heißt, ich fange dann mit einer Grundspannung hier an. Beziehungsweise in den Po-Backen fängt das schon an. Ja. Weil wenn ich dann denke, das fängt hier im Bauch an, dann ist es schon wieder ein wenig zu hoch eine Art. Sondern das fängt wirklich unten beim Steiß an. Ja. Also hier, da, so, ja, unten beim Steiß und bei den Po-Backen. Und ich würde dir empfehlen, wenn du dich hinsetzt zur Meditation und die aufrechte Meditation machen willst, es gibt ja auch viele, die liegend meditieren, was auch absolut möglich und gut und alles ist. Es ist einfach eine andere Form und ich mache einfach die Erfahrung, dass Leute einschlafen, wenn sie im Liegen meditieren. Und das sollte es nicht unbedingt sein. Also ist super, also meine, wenn du Schlafprobleme hast oder allgemein lieber gut einschlafen möchtest, super, 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 super. Aber wenn du, ich sag mal, Meditation in Sachen Selbsterforschung betreiben möchtest, dann würde ich eher empfehlen, eine aufrechte, bewusste, sitzende Meditation zu machen. Und was halt in dieser Sitzmeditation spannend ist, ist eben, dass man diese innere Balance von Spannung und Entspannung finden muss, sonst kannst du so nicht meditieren, weil du dann ständig, also ich sage es so, aber du hast dann einfach Mühe, weil du ständig, weil der Körper ständig schmerzt, weil der Körper ständig merkt, irgendwas ist nicht stimmig im Körper und so, bla bla bla, ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall meldet sich der Körper immer irgendwie, ja, dass er entweder die Schultern schmerzen oder der Rücken oder sonst was, was auch am Anfang völlig normal ist, weil wir uns nicht gewohnt sind, frei, ohne Lehne, ohne Stuhllehne zu sitzen. Es ist umso wichtiger, dass wir eben in diesem Beckenbereich, in diesem Beckenbodenbereich auch anfangen aufzubauen. Ja, da gibt es auch Beckenbodenübungen, da könnt ihr ad absurdum euch reinziehen und diese machen. Da würde ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine absolute Grundlage, dass man den Beckenboden oder halt eben im Po, im Becken anfängt damit. Und ich würde, wenn ihr anfängt, wie gesagt, euch hinsetzt, dann würde ich mal anfangen, so ein bisschen zu wippen. Vielleicht seht ihr das, vielleicht auch nicht. Ich wippe dann so ein wenig mit meinem Po oder massiere so meinen Po ins Kissen rein. Ja.
Und das darf ich gut und gerne auch beibehalten für eine ganze Meditation, immer so ein bisschen wippen, weil grundsätzlich wenn ich immer so ein wenig Bewegung, ganz klein wenig Bewegung im Körper beibehalte, dann beugt das eher Verspannung also vor, ja. Also man tendiert weniger zur Verspannung, wenn man so ein ganz klein wenig, so wie so eine kleine Welle durch den Körper fließen lässt, ja. Dann kriege ich eher so eine Haltung hin von ein wenig gespannter Entspannung oder gerade von, oder sag mal, ein wenig sag mal, aktiver Entspannung vielleicht. Ja, weil man den Körper trotzdem aktiv hält. Und das kann ich euch nur empfehlen, weil dadurch verspannt ihr, wie gesagt, weniger im Körper, aber ihr seid auch nicht schlaff. Weil wenn ihr im Bauch schlaff seid, dann sackt ihr so ein wenig zusammen und die Spannung rutscht in die Schultern. Ich kenne das. Ich habe das selbst am Anfang 2 Jahre lang nicht gemerkt und habe es erst nachher nach und nach implementieren können. Ja, und jetzt langsam kriege ich es immer besser hin, dass ich diese optimale Balance hinkriege von Spannung und Entspannung. Und das kriege ich persönlich nur hin, wenn ich im Becken anfange, diese Grundspannung zu halten, aufzubauen und zu halten und dann erst zu gucken, okay, wie richtet sich jetzt mein Bauch danach aus, wie mein Rücken, wie meine Schultern und mein Nacken und so weiter, ja. Und was so ein guter Pol-Gegenpol ist, wenn ihr euch darauf achtet, eben, dass dieses Becken aktiv bleibt, ja, aktiviert bleibt und dass ihr im Nacken, den Nacken eher lang macht, ja, das ist wie so, es gibt so eine Dings, dass hier gibt es so eine, wie so der Übergang von Nacken zu Kopf, zu Schädel. Und hier gibt es so eine Stelle, wo auch die ganzen Muskeln ansetzen und so weiter. Wenn ihr da euch vorstellt, dass euch da so ein kleiner Faden so ein ganz wenig nach oben zieht oder dass ihr euch sozusagen zum Himmel, zur geistigen Welt streckt, ja, könnt ihr euch das auch so visualisieren, dass ihr so ein bisschen nach oben gezogen werdet, ja, aber ganz fein, ja, nur ganz eben, nur so Grundspannung, nur eine absolute Grundspannung, dann kriegt ihr im besten Falle eine gute Balance hin zwischen diesem Becken und diesem Zug nach oben, was massiv den Rücken entspannt. Ja. Gleichzeitig habt ihr diese Grundspannung im Becken, welche euch trägt, und andererseits könnt ihr den Rücken und vor allem die Schultern entspannen. Ja. Und wir haben ja oftmals, also ich glaube, jeder Mensch kennt Schulternprobleme mittlerweile. Einfach weil so eine große Last auch auf uns ist. Ja, Schultern ist Last. Wenn wir zu viel schultern, zu viel buckeln, dann ist es einfach so eine zu große Last, weil wir vielleicht die Familie tragen müssen, den Job ertragen müssen, ja, ganz viele andere Sachen ertragen müssen. Ja, ihr hört das Wortspiel. Und das ist umso wichtiger, dass man deswegen diese Grundspannung im Becken hat, was ja auch dann die Erdung sofort bessert. Ja, weil das Wurzelchakra ist ja die Erdung auch. Ja. Und dadurch kriegt man auch eher auch diese ganze Spannung raus, dann die überflüssige. Weil die Erdung, kann man sich dann auch so vorstellen, dass das alles diese störenden Sachen raussaugt. Ja. Und man ist ja schlussendlich irgendwo zwischen Himmel und Erde, zwischen geistiger Welt und irdischer Welt. Ja. Und das ist genauso diese Gegenpole, ja, die man ja sowieso auch im besten Falle in einen Balance bringt. Genau. Also, wie gesagt, Grundhaltung in der Meditation aufbauen von unten nach oben. Ja. Beim Becken anfangen, dann gucken, wie richtet sich nachher der Körper. Und ihr merkt auch, wenn ihr das Becken aktiviert dann und so ein bisschen rumbewegt, dann findet ihr so irgendwo eine Position, die extrem tragend ist für den ganzen Oberkörper. Aber das kann eine Zeit dauern, ja, das müsst ihr ausprobieren. Wirklich, das muss jeder ausprobieren. Das kann dir jeder sagen, eine perfekte Haltung zeigen. Du musst es trotzdem in dir spüren und ausprobieren. So, also, ich wünsche euch auf jeden Fall was bis zum nächsten Mal.
Ja, und sagt mir gerne Bescheid, falls euch das was gebracht hat oder nicht gebracht hat oder Fragen habt oder was auch immer. Genau, da bin ich auf jeden Fall offen für. Könnt auch gerne in die Analysegruppe kommen. Da könnt ihr noch mehr Fragen über eben zum Beispiel diese Symbolik von Tragen und Ertragen und so weiter und so fort. Und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.